Zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir uns durch die Trümmer von Sektor 7 durchgeboxt, um Marlene zu finden, die sich im Haus von Aeris Mutter befunden hat. Und dort angekommen haben wir eine sehr entscheidende Szene gesehen, und zwar wie Aerith und ihre Ziehmutter sich kennengelernt haben. Das war etwas, was es jetzt hier erst im Remake gab. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und nun begeben wir uns wieder zurück auf Sektor 7, um erstens nach der Bar zu sehen und zweitens, um unsere Hilfe anzubieten. Viel Spaß! Okay. Ich möchte aber gerne versuchen, zurück zur Kirche zu laufen. Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Aeris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Einfach gucken, ob es geht. Wahrscheinlich werden wir zurückgeschickt. Hallo, hast du was Neues für mich? Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Nice, ein paar abgeschlossen auf jeden Fall. So, du hast wahrscheinlich noch nichts Neues, ne? Ja, du hast sonst nichts wirklich Tolles. Magische Verkettung ist auch ausverkauft. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay, schauen wir mal. Kampfberichte. Einen können wir, glaube ich, abgeben, ne? Ja. Untersuchung zu den Bestien mit Gas. Mechanismen des Magieverbrauchs. Sämtliche Magiematerie meistern. Insgesamt 12 Arten. Pff, okay. Untersuchung zu Subspezies. Subspezien und Einzelexemplaren. Das kriegen wir auch irgendwann hin. Das kommt automatisch. Aber ich kann eine Sache immerhin abgeben. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Nice. Was hast du denn für mich? Feindes können? Feindtechniken erlernbar. Gewährt die Chance auf Erlernen gegnerischer Techniken, die erlitten werden. Die Techniken können nur angewandt werden, wenn die Materia ausgerüstet ist. Okay, das klingt OP. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das klingt richtig gut. Oh, Chakra ist schon auf 40%, geil. Ja, gut, ich meine, ja gut, lassen wir es erstmal aus. Wir werden schon noch Platz finden dafür. Mal schauen. Geht es? Ja. Nee. Leider nicht. Leute, eure Glotze wurde geklaut. Achso. Wie viele Menschen wohl ums Leben gekommen sind? Das heißt, wir gehen jetzt den sicheren Weg, ja? Kein Versteck der Kinder. Mhm. Was ist denn da? Ach so, der Mogi-Händler. Das wäre doch eine Idee, ja. Oder auch nicht. Lassen wir es. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Ich hoffe nicht. Oh Gott, bitte nicht. Uff. Lass mich einfach das Ganze abkürzen und keine Ahnung. Alles sei repariert oder irgendwas. Ja. Los, worauf warten wir? Da wären wir wieder. Kann sein, dass wir auf neue Monster treffen. Ja, das sind die alten.
Jetzt wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Wie schmeckt dir das? Es geht los. Ja? Ja. Und tschüss. So, auf Hochtouren. Das sitzt. Runter. Bei vielen Gegnern macht das ziemlich viel Schaden. Da staunst du, was? Achso, die Leitern sind ja unten. Perfekt. Ausrüstung. Tifa, wie sieht's aus? Ja, Federhandschuh ist komplett. Packen wir mal die Überschallfäuste rein. Alter, Platz ohne Ende. Hier kann ich mehr... Ah, hier kann ich ganz viel kombinieren. Okay, pass auf. Ich nehme das Ganze mal raus. Und dann, wenn ich fertig bin mit allem, dann zeige ich euch, was ich denen ausgerüstet habe. Jetzt muss ich einmal ganz kurz mich konzentrieren und gucken, was ich reinmache, damit alles gut funktioniert. Weil Tifa könnte richtig stark werden. So, ich habe jetzt einfach mal die anderen beiden einfach so platziert, weil wir haben nichts zum Verbinden. Also von daher lassen wir es so. Ich habe hier Barriere, damit er sich schützen kann. Analyse, Chakra zum Heilen, Glücksboost. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt, aber mit mehreren Materia kombinierbar. Okay, kann das sein, dass ich das... Naja. Verbessert die Wirkung im Kampf eingesetzten Gegenstände. Was ist, wenn ich das mal verbessere? Erstschlag? Nee, Glück und Erstschlag, ja. Machen wir das mal so. Oder kann ich das nur mit Magie verbinden? Nö, keine Ahnung. Checke ich nicht. Weiß nicht, mit was ich das verbinden sollte. Naja. Pack mal Analyse wieder rein. Scheiß drauf. So, machen wir es so. Analyse, Glücksboost, Chakra, Ausweichrundumschlag, Erstschlag und Meister der Gegenstände, damit er besser heilen kann, wenn mal was ist. Jo, gehen wir zu Barret rüber. Frost mit Widerstand, provozieren. Ich meine, das ist nicht verbunden, klar, logisch. Aber ich dachte, Widerstand, er ist ein Tank, also von daher kann er es gut gebrauchen. Ja, provozieren, damit er andere provozieren kann. Magieboost? Das wollte ich nicht reinmachen. Haben wir was Besseres für dich? Glücksboost. Oder habe ich das jetzt tiefer weggenommen? Nee. Okay. Ja, und wiederbeleben, damit der andere wiederbeleben kann. So, tiefer hat jetzt Gewitter. Gemeinsam kombinierbar mit Flächeneffekt für verbundene Materie, weil ich ganz viele treffe, die Blitzeffektivität haben. Glut mit Elementaraffinität. Das heißt, sie macht immer Glutschaden auf ihrer Waffe. MP-Boost, damit sie zaubern kann. Magische Verkettung zusammen mit Luft und Gebet. Und ja, Gebet, damit sie zwischendurch heilen kann. Logischerweise. Ansonsten, ja, das ist der Plan jetzt. Mal gucken, ob es irgendwie hinhaut. Aber ich möchte jetzt gerne Tifa ein bisschen öfters einsetzen, weil sie jetzt extrem stark ist. Und Cloud macht einfach sein Ding. Na gut, hier wird wahrscheinlich nirgendwo Loot rumsitzen. Deswegen laufe ich einfach mal durch. Die Kisten kann ich zerstören. Mogri-Medaille. Ich weiß nicht, wofür ich sie noch benutzen kann. Ich kann ja sowieso da nicht mehr. Eine Sackgasse. Mist. Oh, ist eingestürzt. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Gucken wir mal. Wo sind wir hier unten lang gelaufen, ne? Schauen wir mal, was dieser Weg für uns bereithält. Erstmal Loot. Ah, ich höre es doch schon. Mein Lieblingsgegner. Hier wollen wir mal unsere Lieblingsgegner fertig machen.
Und mal gucken, wie tief er dann reinhaut. Ich verliere nicht. Seht ihr das? Die hat Feuerfäuste. Lol. Ist ja lustig. Ja, guck mal, wie sie reinhaut, Alter. Ich hab gleich geguckt, was ihre neue Fähigkeit ist, ne? Aber so kann sie halt dann auch schnell heilen, wenn sie richtig schnell zuschlägt. Jetzt gibt's Ärger. Was zeigt ihr denn für Dinger? Guck mal, wie schnell sie auch das alles zusammenkriegt. So, was hast du denn Neues? Rückwärtshalte, Zusatzangriff, Hackentritt, Entfesselung? Ein bisschen Ausweichschritt mit anschließendem Faustschlag. Schockpotenzial Mittel. Achso, ich bin irgendwie betäubt. Oh, Tifa hat eine Stufe erreicht. Fürs betäubt sein. Oh. Jetzt hat sie es gemacht. Moment. Rückwärtssalto. Ja, nett. Okay, mal kurz wechseln. Weiter geht's. Eigentlich müsste ich Barret einsetzen, aber ganz ehrlich. Barret ist eine Kacke. Keine Zurückhaltung. Hier sind viele, da mache ich gerne den Schwertsturm. Jetzt hier. Alles geben. What? Ich habe auch nichts gesehen. Nicht na komm, Tifa. Die haut jetzt richtig rein. Au, 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 au. Lass den Scheiß. Das ist der letzte, ne? Los. Auf der Flucht? Schon gewonnen. Schluss. Es ist noch nicht vorbei. Was das auch immer hieß. Ja, ich glaube, das ist einfach nur die Musik von der Gegend hier. Schade. So eine schön doofe Musik. Hier ist nix. Cool. Hallo. Ich hab da genau das Richtige für euch. Und zwar für dich hier, mein Freund. Bist du auf dich zu drehen? Danke. So. Ja, dann schieß mal fröhlich. Lass mich in Ruhe. Läuft er mir hinterher? Ich weiß es nicht. Nee. Machen wir Gebet. Es geht weiter. So ist das lustig. Au. Aber ihr Schockpotenzial ist auch richtig gut. Mal Rückwärtssalto. Ja gut, Schockpotenzial habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir doch mal Blitz. Seht ihr das? Das hat eine Verkettung jetzt. Auf den rechten Arm. Wieso greifst du den an? Bleib doch bei dem. Scheiße, der rastet jetzt aus. Müssen wir aufpassen. Ich lauf lieber hier mal kurz durchs Gift und setz dein Gebet ein. Ich bin an deiner Seite. Ich darf hier nicht verlieren. Hui. Gar nicht mal so cool, wenn hier überall Feuer ist und alles. Und Gift. Oh. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich sehe hier absolut nichts. Hier ist alles so dunkel. Jetzt absetzen. Okay. Zeit mit auf Hochtouren. Laut, du setzt mal Störung ein. Na komm, das hat nicht gereicht. Oh, Tifa ist tot. Verlass dich auf mich. Barret hat das Gebiet, ne? Oh Gott, Barret. Mach mal Engel auf Tifa. Alleine schaffe ich das nicht. Jetzt erst recht. Komm, der muss sterben hier. Dann wird's einfacher. Genug. Oh, Barret ist kampfunfähig wie ich. Ist nicht ich so gut. Überlass das mir. Ja. Ja.
So, das kriegen wir auch zu zweit, denke ich, ganz ehrlich. So eine Dinge habe ich schon alleine fertig gemacht. Wer ist denn da jetzt schockanfällig? Ich habe auch keine Magie setzen, ich bin stumm. Ich kann da jetzt nicht rein. Was eine Scheiße. Gegen was hast du? Oh, genau. Magie. Jetzt kommt was. Na komm, Limit, schnell! Ich gebe alles. Er ist schon tot. Sie hat es trotzdem gemacht. Oh, ich hasse es. Na gut, bei den nächsten Gegnern heilen wir uns wieder hoch. Ups, das wollte ich nicht. Der hat auch extrem viel Leben. War hier noch irgendwas, was man einsammeln könnte? Aber wir treffen nicht nochmal auf so eine fiese Kombi. Das war ja reizend. Feuer und Gift überall, ey. Ja, ah, hier sehe ich doch wieder die Graffitis unserer Lieblingsgegner. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Komm mal kurz auf die Karte. Wo ist die Sackgasse? Hier ist die Sackgasse. Plattenschutzreif. Ein Armreif, in dessen Plattenmaterie eingesetzt wird und der sicheren Schutz bietet. Kann man machen, ne? Jetzt habe ich noch mal mehr Platz. Was machen wir denn da rein? Ja, mach mal heilen rein. Kann da noch ein bisschen heilen. Was haben wir noch drin? Glücksboost provozieren, Widerstand, Frost. Ja, TP-Boost. Hallo, Lieblingsgegner. Jetzt ein tiefer. Au! Oh, ich bin eine Granate reingelaufen. Na komm. Ich sehe nichts. Machen wir den Schockschuss. Machen wir nochmal einen Schockschuss. Wir müssen das irgendwie mal durchkriegen. So, wie sieht es eigentlich bei Barrett aus? Ist seine Waffe schon längst durch? Null. 2. Okay, wir müssen einmal ganz kurz. Waffenmodifikation. Barrett durchnehmen. So. Materia-Slot, logisch. Erhöht TP-Maximum. Klar, ist unser Tank. Wir gehen bei ihm auf jeden Fall ziemlich auf Tank, wenn es möglich ist. Physische Abwehr haben wir es doch schon. So, Schaden von normalen Angriffen, erlittener physischer Schaden beim Blocken, längere Buffs. Ah, gut, das mit dem Buff. Statusresistenz auf jeden Fall. Schaden von normalen Angriffen, meinetwegen. Erlittener Schaden beim Blocken. Wenn du nachher die Wut auf dich nimmst, ist das ganz praktisch. So. Physische Abwehr, klar. TP-Maximum. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Ja, physische Abwehr. Physische Attacke ist jetzt nicht so notwendig bei ihm. Schaden von Limits plus 5. Okay. Kann man machen. Und Materia-Slot. Dann müsste er jetzt auch 4 haben. Nein, ich wollte da nicht nochmal hin. Es hat nur 2 Waffen, ist das armselig. So. Ach, die hat wieder 22 Punkte. Automatisch? Was?
heißt ja nicht automatisch 1. Keine Ahnung. So. Maximum MP, Schnelligkeit vielleicht noch. Gehen wir hier auf Schnelligkeit. Hier können wir auch nochmal auf Schnelligkeit gehen, ne? Jetzt schlägt sie richtig schnell zu. Cloud hat nur 8 Punkte auf seiner Waffe. Ja, gut. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Bringen wir es hinter uns. Das war der Ausweichrundumschlag übrigens. Er steht in seiner Granate, ist ungünstig. Nicht übertreiben. Wurde schon ungeduldig. Nein, Tifa. Ja, Feuer ist ganz gut gegen menschliche Viecher. Kannst du mal von deiner Granate weggehen? Und dann machen wir einen Hackentritt. Nee, Zusatzangriff. Ja, sehr gut. Keine große Sache. Und dann holen wir uns auf jeden Fall die Kiste da hinten. Ether. Damit kann ich leben. Eine Katze? Ist jetzt aber nicht wieder Hund, oder? Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Weg. Ei, Gigante! Du bist es! Das ist nicht gut. Nein. Lieb nicht! Klar kennen wir uns! Ja. Los, geh doch weg. Ich zähl auf dich. So. Au. Ja. Ist ungünstig. Du musst Barrett sich jetzt in Sicherheit bringen. Ich wollte ja eigentlich. Kannst du dich mal von mir verziehen? Ich wollte eigentlich alle heilen. Hier soll sich doch von mir verziehen. Nein. Okay, Cloud, weißt du was? Wir machen sie jetzt einfach alle fertig. Ich brauch die anderen gar nicht. Kannst du mal damit aufhören? Ich bin bereit. Genug. Na gut. Das ist mir egal. Ich mach die auch alleine fertig. Ganz ehrlich. Nicht mit mir! Verreck! Keine kommen! Tschüss! Na ja, so, dann setz ich mal Chakra ein. Alles im Griff. Das sollte reichen. Ziemlich schwach. Verdammt! Ja, das war ein gutes Ziel. Aber weißt du was? Chakra. Okay. Und dann machen wir Störung bei dir. Ich bin bereit. Ausgezeichnet. Verschwende. Neuer Versuch. Impulsiv. Keine Chance. Jetzt oder nie. Ach, was kannst du eigentlich, Gigante? Ausgezeichnet. Abschau. Alles geben. So. Einmal Mutangriff für dich. Verzieh dich. Oh, der hält aber eigentlich aus, ey. Weißt du was, Störung? Ich bin bereit. Na gut. Was machst denn du jetzt? Wie erbärmlich. Okay, dann weißt du was, bei den Supertrank. Dann haben wir es hinter uns.
Da muss ich daran denken, auf jeden Fall die anderen ein bisschen mit Gebet zu heilen, ne? Ich hab's vergessen, dass ich Gebet machen wollte. Aber klar, Cloud kommt auch alleine klar, ganz ehrlich. Das war ja easy. Bisschen ungünstig, dass der Dicke halt immer auf mich gegangen ist. Aber gut. Sind wir endlich durch? Nein, noch nicht. Übernimm du. Überlass das mir. Das tut weh. Oh, nun mal kurz die ATB füllen. Und dann machen wir Gebet. Nicht aufgeben. Das habe ich gesehen, Digga. Ups. Na toll. So, nochmal Gebet. Ich bin an deiner Seite. Nein. Kannst du vergessen, Kleiner. Ja, hab ich nur mal rausgehauen. Ich muss mal ganz kurz mein Gebet machen. So, jetzt geht's weiter. So. Dich attackiere ich jetzt so lange, bis mein ATB voll ist. Das kannst du woanders machen, Kleiner. Aber nicht bei mir. Ah, hat leider nicht gereicht. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Oh, wir sind wieder hier. Da staunst du, was? Da! Seht mal! Oh, frische Luft. Hab beinahe etwas Angst, was uns in Sektor 7 für einen Angriff erwarten könnte. Tifa. Gehen wir. Wir haben es doch schon gesehen, wir waren doch schon da. Huch, jetzt leben hier plötzlich normale Menschen. Können wir hier durch? Nee, da soll es viele Kreaturen geben. Ach du Scheiße.